Meine Damen und Herren, Michael hat gerade versucht, uns zu erklären, dass ich mich als Baden-Württemberger sehe und als Baden-Württemberger identifiziere und für etwas anderes und Besseres halte, weil ich einen anderen Leistungskurs in der Schule habe. Weil in meinem Land irgendeine andere Kultur gefördert wird oder weil irgendeine Kleinigkeit, die im Föderalismus eben noch möglich ist, dass die Bundesländer das regeln, dass da ein Gesetz anders ist. Ich bitte Sie, das Dorf, was 2 Kilometer neben meinem Dorf ist, beide 800 Seelen groß, mögen sich trotzdem nicht, obwohl die identische Politik da ist, obwohl der identische Hintergrund da ist, obwohl wir den gleichen Akzent sprechen und sonst auch alles genauso machen. Wir unterscheiden uns von Ihnen, weil wir das können. Wir unterscheiden uns von Ihnen, weil wir erst dadurch, dass es die anderen sind, wir ein Wir sind. Was für einen Grund man dafür hat, ob man als Politik hat, ob man einen, einfach nur einen anderen Namen hat, den man seiner Verwaltungseinheit gibt, die ja wirklich beigehalten wird, was die erste Regierung erzählt hat, ist vollkommen egal. Menschen suchen nach Möglichkeiten, sich von anderen abzugrenzen und in Gruppen zu fassen. Von dem erfällt die ganze Argumentation von Michael. Einfach mit diesem Gedanken, dass er vielleicht aus diesem Politikerdenken diese Übermacht der Politik in den Gedanken und Köpfen der Leute sieht. Bei den allermeisten Leuten ist das aber einfach nicht so. Politik ist eine feine Sache, die beeinflusst doch irgendwo ein bisschen das Leben, aber sie ist jetzt nicht der zentrale Bestandteil, der ihre Identität bestimmt. Ich möchte in meiner Rede gerne auf die Hintergründe und die Grundidee des Föderalismus eingehen. Dass der Föderalismus ein Schutzprinzip ist, mit dem Staaten dafür sorgen, dass es keine Konflikte zwischen ihnen gibt, mit denen sie sich gegenseitig zwingen, einen friedlichen Status quo, mit dem alle glücklich sind, zu erhalten. Dass das früher so war und dass dieses Prinzip allerdings auch heute, wenn auch auf ein bisschen andere Art, immer noch gilt. Also im Grunde, ich will die Grundlage für alles bieten, was uns dann diese Kleinigkeiten, die die ersten Parteien hier untereinander ausdiskutiert haben, die Vor- und Nachteile, die mit sich bringen. Gucken wir in die Vergangenheit. Wir hatten viele, viele Einzelstaaten in einem losen Bund. Es gab keine Großüberregierung, also wir hatten im Grunde ein System der zwischenstaatlichen Anarchie. Jeder konnte grob machen, was er wollte. Hier herrscht für jeden Staat das konstante Risiko, irgendwie unter die fremde Machteinflussnahme zu kommen, bis irgendjemand mächtiger ist und in diesem Fall einfach im Zweifelsfall bei einem einmarschiert. Das führt dann dazu, dass man selber natürlich auch sich davor schützen muss. Entweder indem man selber ausrüstet, auch militärisch in diesem Fall und auch wirtschaftlich, oder dass man sich starke Freunde sucht, die einen schützen. Also wenn man zum Beispiel einen Staat neben sich hat, der plötzlich aufrüstet, der mehr von seiner Wirtschaft in Richtung Militär allokiert, kann man, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche das intern auszugleichen, indem ich mich selber im gleichen Ebene pushe, oder ich versuche das extern auszugleichen, indem ich mir Freunde suche und Allianzen suche. Noch sind wir auch ein bisschen in der Vergangenheit, keine Sorge. Das heißt, in diesem Fall immer, wenn irgendjemand versucht, gerade stärker zu werden, gibt es hier schon auch automatisch einen Ausgleich durch andere, weil jeder Angst davor hat, irgendwie vom anderen beeinflusst zu werden und dadurch schlechter gestellt zu werden. Das heißt, könnten Sie natürlich sagen, dann ist es ja nicht tragisch, wenn nichts passiert und jemand, der uns in den Einflussbereich kommt. Es gibt das kleine Problem, dass dieser ganze Prozess dieses Ausgleichens, des militärischen Aufrüstens, eine gewaltige Verschwendung von Ressourcen ist, die man eigentlich gerne woanders also haben könnte. Von dem her ist dieses System furchtbar ineffizient. Was man sich also überlegt hat, wir suchen einen Zustand, mit dem alle zufrieden sind und an dem nichts geändert werden muss. Sozusagen ein gerechtes Equilibrium. Das bedeutet, dass die starken Länder zwar stärker sind, also mehr Einfluss haben als andere, als selber noch zufrieden damit sind, allerdings nicht so eine Übermacht haben, dass die anderen Länder vor ihnen Angst haben müssen. Also muss man ein Zustand sein, wo die kleinen Länder auch noch durchaus ihre Position haben und nicht beeinflusst werden können. Wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann sind im Grunde alle Länder erstmal damit glücklich. Und wenn alle damit glücklich sind, dann hat auch jeder ein Interesse daran, diese Situation zu erhalten. Redest du über Europa? Nein, ich rede momentan von uns, wie die Bundesländer gekommen sind. Keine Sorge, ich finde das mal wunderbar, die jetzigen Bundesländer gleich noch an. Hierfür ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Regionen ihre Selbstbestimmtheit auch behalten können. Denn nur wer die Selbstbestimmtheit hat und kontrollieren kann, wie er agiert, der kann dafür sorgen, dass irgendein Teil dieses Systems, der versucht, das System aufzubrechen, soll heißen, der neue Möchtegern-Hegemon ist, der versucht, Kontrolle zu erlangen, dass man den unterbinden kann. Dafür ist es wichtig, dass jeder noch seine gewisse Freiheit hat, frei zu agieren. Denn sobald das jemand versucht, schließen sich alle zusammen gegen diese Person. Heute haben wir natürlich keine militärische Bedrohung mehr. Also die Chance, dass Baden-Württemberg in Hessen einmarschiert, ist relativ mau. Was allerdings immer noch der Fall ist, dass wir eine wirtschaftliche Übermacht in Regionen haben und dadurch auch, dass eine Beeinflussung möglich ist, die wir nicht haben wollen. Und hier müssen wir, nur als Beispiel gesehen, heutzutage, die wirtschaftliche Stärke des Südens gibt einen ganz erheblichen Einfluss.
Es sind die Gelder aus dem Süden, die auch nur dafür sorgen, dass Berlin überhaupt noch geöffnet ist. Es sind die Autohersteller, Hui. Nicht nur im Süden, aber auch woanders. Tat. Ja, Hessen zahlt auch, ich weiß. Aber vor allem der Süden. Es sind die Autohersteller, die der Zug während der Wirtschaft sind. Es sind die Steuergelder, die insgesamt den ganzen Staatsapparat finanzieren. Das sind alles sehr gute Anreize auf Bundesebene, dass man auch ein bisschen genauer darauf achtet, was diese Region, die so verantwortlich dafür ist, dass überhaupt alles funktioniert, was diese Region genau will und was die interessiert. Bevor ich dazu noch weiterkomme, sehr gerne Sina. Aber Konrad, wäre es nicht viel besser, wenn das überhaupt keine Frage wäre, wenn man überhaupt nicht sagen würde, dass es hessisches oder bayerisches Geld, sondern einfach, dass es deutsches Geld. Und wenn man vielleicht nicht sagt, okay, nur weil Bayern eben ein sehr starkes wirtschaftliches Land ist, hört man eben auf Seehofer. Es wäre sehr schön, wenn man das sagen könnte, viel realistischer ist, dass die Stadt, in der BMW oder Mercedes angesiedelt ist, dass die sagt, tja, das ist unsere Region und wir tun mit unserer Firma, die bei uns sitzt, was für uns gut ist. Woher kommt diese Idee von dir, dass jeder, nur weil du die Namen abschaffst, plötzlich denkt, wir sind für alle da und wir müssen allen helfen? Das ist einfach ein Menschenbild, was ich sehr gerne teilen würde, das Ganze aber leider nicht tun kann. Genau, da gibt es ja die Steuer. Aber was man machen kann mit dieser Übermacht, die wir haben, ist, dass verschiedene Regionen Gesetze durchsetzen wollen, die gut für sie selbst sind. Wenn wir eben davon ausgehen, dass der Süden mehr Macht hat, dann kann man zum Beispiel sagen, Braunkohleabbau oder sowas. Haben wir bei uns nicht, interessiert uns nicht, können wir deshalb wegdrücken, wenn dieser Schutz nicht, wenn es einzelne Bundesländer, die es haben wollen, wenn die es plötzlich im Bundesland nicht mehr machen können. Abgasregulationen mögen wir zum Beispiel auch überhaupt nicht, werden wir durchsetzen, dass es ganz deutschlandweit durchgesetzt wird, dass wir unsere Autos weiter verkaufen können. Momentan ist diese starke Einflussnahme nicht so sehr möglich, weil durch den Bundesrat und durch dieses ganze System die Machtstruktur relativ festgelegt ist und sich nicht viel daran ändern kann. Sobald man diese ganze Struktur rausnimmt, hat man eben die Möglichkeit, dass man den Ländern die freie Möglichkeit gibt, diesen Regionen die freie Möglichkeit gibt, die ganze Macht, die sie haben, in die Waagschale zu werfen und zu ihrem eigenen Nutzen zu handeln. Und das halte ich für falsch, weil wir dann wieder in die alte Situation kommen, dass wir Konflikte gegeneinander haben, dass die Regionen sich gegeneinander verschließen müssen, gegeneinander agieren müssen, um sich vor dem Einfluss der anderen zu schützen. Und deshalb brauchen wir ein System, wo wir eine fixe Machtaufteilung haben, die gerecht für alle ist, an der alle interessiert sind und die alle deshalb auch beschützen. Und deshalb brauchen wir weiter den Föderalismus. Dankeschön.